Ich heiße René, ich bin 54 Jahre alt. Ich bin Witwe, ziemlich klein, hässlich und mollig. Guten Morgen, Mademoiselle. Ich entspreche genau dem Klischee einer Concierge. Mein Name ist Paloma, ich bin 11 Jahre. Paloma? Ich weiß schon sehr lange, dass die Endstation... Ah, Paloma, warum versteckst du dich denn immer so? Das Goldfischglas ist. Aber eins ist sicher, in dieses Fischglas werde ich niemals gehen. Ich möchte Ihnen Monsieur Ochu vorstellen, den neuen Eigentümer der Wohnung. Guten Tag. Haben Sie die Familie Ardons gut gekannt? Ja, eine glückliche Familie. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Alle unglücklichen Familien sind auf eigene Art unglücklich. Alle glücklichen Familien gleichen einander, alle unglücklichen sind auf eigene Art unglücklich. Also Sie glauben auch, dass sie anders ist, als man denkt? Madame Michel erinnert mich an einen Igel. Das hat mich da geritten, ich bin entlarvt. Nach außen hin ist sie mit Stacheln gepanzert. Willst du einen Kakao? Aber ich glaube, sie ist innen genauso sensibel wie diese kleinen Tiere, die totale Einzelgänger sind und dabei so unwahrscheinlich elegant. Wissen Sie, Sie haben genau das richtige Versteck gefunden. Ich möchte Sie bitten, morgen Abend bei mir zu essen. Aber ich bin doch die Concierge. Na, Sie machen sich doch wohl schick, wenn Sie bei anderen Leuten essen. Ich bin nie bei anderen Leuten zum Essen. Wieso nicht? Weil ich meine, dass es nicht passend wäre. Darf man fragen, welches Spiel Sie spielen? Ich spiele überhaupt kein Spiel. Ich fürchte, ich bin etwas verwildert. Ich möchte später Concierge werden. Das ist ja eine wunderbare Idee, mein Schatz. Und wenn wir irgendetwas tun können, um dich bei diesem Vorhaben zu unterstützen, du weißt ja, wir sind immer für dich da. Nicht wahr, mein Schatz? Selbstverständlich.